Hallo und Weidmann Zeil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. In diesem Video möchte ich euch den neuen Fleischwolf der Firma Landig vorstellen. Das ist der WD300. Ich habe schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch gleich mal hier irgendwo, von dem W200. Das ist ein super Gerät. Und was dieses Gerät kann, das zeige ich euch in diesem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, wir packen das jetzt mal aus. Hier oben ganz am Anfang findet ihr ein bisschen Werbematerial, einen Katalog, dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung und und natürlich auch einen Lieferschein. Dann geht es weiter mit einem neuen Gerät, was hier im Lieferumfang dabei ist, und zwar ist das ein sogenannter Schneckenzieher. Und das finde ich eigentlich eine super Idee, weil ich im Betrieb sozusagen einmal schnell meine Lochscheibe wechseln kann, ohne dass ich die gesamte Wolfeinheit demontieren muss. Das finde ich ist ein großer Vorteil. Wir werden das mal ausprobieren. Dann geht es weiter hier mit einer Lochscheibe, das ist die etwas kleinere, eine 4,5 mm Scheibe, und im Lieferumfang ist auch noch eine 8 mm Scheibe dabei. Dann haben wir hier den sogenannten Distanzring, den brauchen wir, wenn wir die Wurstfüllfunktion des Gerätes nutzen, dazu aber später mehr. Ein Stromkabel, ganz wichtig, damit das Gerät auch funktioniert. Und wir haben hier eine Wurstfülltülle oder einen Wurstfülltrichter, den brauchen wir eben dann, wenn wir das Gerät auch als Wurstfüller nutzen wollen. Ja, ein Teil, was ich eigentlich nur beim Wurstfüllen nutze, das ist hier der Stopfer. Oder aber, wenn ich so das letzte Bret bzw. das letzte Fleisch aus der Schale in den Wolf schmeiße, dann stopfe ich ein bisschen nach. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass die Geräte auch funktionieren, ohne dass man großartig stopfen muss. Bisschen nachstopfen hilft natürlich immer, wenn man schnell fertig werden möchte. So, jetzt nehmen wir das mal hier runter. Dann ist hier freundlicherweise noch ein Buch dabei, Wildveredelung. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Das Video, das zeige ich euch bzw. verlinke ich euch gleich einmal hier oben rechts, links in die Ecke. Hier sind tolle, einfache Rezepte drin. Angefangen von der Bratwurst über Schinken, über andere leckere Gerichte mit dem kleinen Jägerrecht. Also das ist ein Buch, was wirklich praktisch ist, wo viele Rezepte und Ideen drin sind. Dann ist hier im Lieferumfang dabei ein Wurststarter-Set mit einem kleinen Rezeptheft, eine Gewürzmischung, hier in dem Fall sind sogar zwei Beutel drin, Wildbratwurst, und was ich besonders toll finde, ist die Tatsache, dass wir jetzt keine getrockneten Därme haben, sondern wir haben hier frischen Darm. Der hat natürlich eine begrenzte Haltbarkeit. Aber eingesalzen passiert da eigentlich gar nicht so viel mit. Wenn ihr Darm über habt, dann ist es auch kein Problem, den über das Haltbarkeitsdatum hinaus einzufrieren. Ihr solltet aber spätestens nach einem Jahr den Darm verbraucht haben. Dann haben wir hier unsere Wolfeinheit. Und ihr seht, das ist ein Mordsding. Das ist richtig schwer, massiv, aus Edelstahlguss. Dementsprechend auch super hygienisch. Dann haben wir hier die im Lieferumfang enthaltene Lochscheibe, und zwar die 8 mm Lochscheibe. Ich lasse das einmal noch in der Tüte drin. Dann haben wir hier oben unsere Schale. Hier passt auch eine ganze Menge Wildbret oder Fleisch rein, was ich eben hier durchwolfen kann, sodass ich eben hier bequem arbeiten kann. Auch die ist aus Edelstahl. Und jetzt kommt hier das Herzstück. Das ist der Motorblock, hier der Fleischwolf, der WD300, und dazu der passende Motor, der also entsprechend Power hat. Und wenn das Ding so gut funktioniert wie der W200, dann wird das eine wahre Freude sein, damit zu arbeiten. Wir packen das Ding jetzt aus. Ihr müsst auf jeden Fall vorher die Teile, Lochscheibe, Messersatz und so weiter spülen. Das mache ich jetzt, und dann gucken wir uns das Gerät einfach mal im Detail an. Hier seht ihr jetzt alle Teile, die im Zubehör dabei sind, und wir bauen jetzt diesen Fleischwolf einfach mal zusammen und gucken mal, was der so kann. Wir beginnen beim Zusammenbau zunächst einmal mit dem Wolfgehäuse. Das bauen wir hier an den Motorblock an, das ist ganz einfach, und hier hinten haben wir eine Schraube, mit der wir das Ganze festziehen. Das müsst ihr auch nicht super fest anknallen, es reicht also, wenn das handfest ist. Dann haben wir hier unsere massive Schnecke, unsere Förderschnecke. Auch die geben wir hier vorsichtig in das Gehäuse rein. Dann kommt als nächstes unser Sehnenvorschneider. Der wird hier eingesetzt, und hier unten ist so eine kleine Nut,
Da muss der reinrutschen. So, die rutscht hier super rein. Als nächstes folgt hier das Kreuzmesser. Auch da ist es wichtig, dass es eben in dieser Pfeilrichtung eingesetzt wird. Also setze ich das jetzt hier in Drehrichtung ein. Und dann folgt meine Lochscheibe. Wir wollen gleich wolfen mit der 4,5 mm Lochscheibe. Auch die setze ich hier ein. So, und jetzt haben wir ein kompaktes System. Und als nächstes erfolgt hier diese Mutter, diese Überwurfmutter, die das Ganze hier verriegelt. Auch das, diese ziehe ich jetzt leicht handfest an. Also ich muss die nicht super festknallen. Mein Wurstfülltrichter. So. Und dann ist mein, ja, mein System auch schon fertig und der Fleischwolf, ja, kann in Betrieb genommen werden. Wir haben den Fleischwolf jetzt zusammengebaut. Ich habe das Ganze schon mal ein bisschen vorbereitet. Wir haben einmal hier den Darm gewässert. Das ist ganz wichtig. Das solltet ihr vorher auf jeden Fall machen. Den stellen wir einmal beiseite. Dann haben wir hier insgesamt 3 Kilo Wildfleisch mit ein bisschen Fett dazu. Ihr könnt da Fett vom Hausschwein oder vom Wildschwein nehmen. Es geht auch ohne Fett. Also das muss nicht zwangsläufig sein. Dann ist halt eben es wichtig, dass die Garzeit bei der Wurst so ein bisschen ja, beachtet wird, damit sie eben nicht zu trocken wird. Auch das stellen wir einmal beiseite. Und dann habe ich hier die passende Menge Gewürzmischung abgewogen. Auch die kommt hier einmal rein. Auch das beiseite stellen. Und jetzt wird das Ganze einmal grob durchgemengt. Und wie gesagt, ein Vorteil von dem Fleischwolf ist, dass diese schönen großen Einsätze wunderbar hier drunter passen. Jetzt mache ich mir hier ein bisschen Platz, schalte den Fleischwolf ein. Und ihr seht das, ich brauche eigentlich gar nicht stopfen. Es reicht, wenn ich das Fleisch oben reinschmeiße. Ich habe hier auch ein super Schnittbild. Vielleicht kann die Kamera mal ein bisschen näher rangehen, dann sieht man das. Und man sieht das wirklich ganz toll. Ich schmeiße einfach nur das Fleisch locker hier oben rein. Und der Wolf verarbeitet das ohne Probleme. Das sind jetzt insgesamt 3 Kilo. Und ja, wir stoppen jetzt nicht, wir schneiden jetzt auch an der Stelle nicht. Lassen die 3 Kilo einfach mal so durchlaufen. Und vielleicht nochmal als kleiner Hinweis, das Fleisch ist also nicht angefroren. Also das geht auch so durch. So, jetzt kann ich einmal meinen Stopfer benutzen, wobei brauche ich gar nicht. Das ist alles vorne raus. Jetzt mache ich das hier einmal sauber. So, und das war's schon. Jetzt bauen wir das ganze Gerät einmal um auf das Wurstfüllen. Und jetzt schneiden wir einmal. Ich bin jetzt schon begeistert. 3 Kilo einfach wie Butter durch diesen Wolf durch mit einem super Schnittbild. Ihr habt das gesehen, also ohne Schnitt, ohne alles. Und jetzt bauen wir das Gerät einmal um, um damit die Wurst zu füllen. Dazu nehmen wir die Mutter hier, schrauben die einmal ab. Und jetzt haben wir tatsächlich das Problem, was ich eigentlich immer habe. Wenn ich also im Verarbeitungsprozess zum Beispiel die Scheibe wechseln will, ich bekomme hier meine Schnecke nur sehr schwer raus. Dazu habe ich jetzt hier diesen sogenannten Schneckenzieher und damit kann ich einfach, auch ganz einfach, meine Schnecke rausziehen. Meine Scheibe lege ich hier rein. Jetzt habe ich hier mein Kreuzmesser, das mache ich einmal ein bisschen sauber
Auch mein Vorschneider mache ich einmal ein bisschen sauber. Das kann ich hier rausdrücken. Wenn ich vielleicht heute nochmal irgendwie was wolfe im Verarbeitungsprozess, kann ich das hier nochmal verwenden. Hier ist natürlich ein bisschen Sehnenmaterial. Also ihr solltet natürlich immer versuchen, möglichst sehnenfreies Fleisch zu verwenden. Dass da immer mal eine Sehne drin ist. Wenn man zum Beispiel auch die Vorderläufe verwende, ist nicht zu vermeiden. Ihr seht das auch, der Vorschneider leistet hier ganze Arbeit. Ich habe also nichts, was sich hier irgendwie um mein Messer oder um meine Klinge wickelt. Ja, was ich dann auch schon mal habe, wenn ich eben mit Wölfen ohne Vorschneider arbeite. Jetzt setze ich meine Schnecke wieder ein. Mein Vorschneider kommt hier rein und der Vorschneider, das merkt man einfach, hat hier einen riesengroßen Vorteil. Jetzt kommt mein Kreuzmesser. Ich gucke natürlich auf meine Pfeilrichtung, ganz vorschriftsmäßig. So, und jetzt habe ich hier, das muss ich auch noch ein bisschen sauber machen. Jetzt habe ich hier meine Wurst, meinen Wurstfülltrichter. Und der kommt eben anstelle meiner Scheibe drauf. Und damit eben das Messer nicht an meinem Wurstfülltrichter vorbeischabt, kommt hier dieser Distanzring als Schutz dahin. Und jetzt schraube ich das Ganze wieder fest. So, und jetzt bin ich gespannt, dass es gut funktioniert mit meiner Wurstfüllfunktion. Ja, das Wurstbrät ist einmal durchgeknetet. Ich habe jetzt alles vorbereitet und jetzt braucht ihr ein bisschen Hilfe, damit das besser von der Hand geht. Eine Person stopft hier im Trichter und jetzt braucht ihr tatsächlich einmal den Stopfer, das Wurstbrät rein. Und der andere oder die andere Person sorgt dafür, dass die Würstchen hier vernünftig abgedreht werden. Das machen wir jetzt mal und gucken mal, wie gut das funktioniert. Ja Leute, der Test ist nun beendet und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Kommen wir erstmal zur Wurstfüllfunktion. Also, das Brät wird dadurch, dass das Kreuzmesser noch drin ist und die Schnecke sich dreht, nochmal so ein bisschen durchmischt und umgearbeitet. Dadurch wird das Brät offensichtlich noch ein bisschen feiner, weil ihr bekommt hier so eine leicht helle Textur bzw. Farbe und die Textur ist auch ein bisschen feiner geworden. Das kann man hier gut erkennen. Wir werden die gleich mal direkt ausprobieren, ob sie auch schmecken, aber ich gehe da einfach mal von aus, dass sie auch schmecken. Zur Geschwindigkeit vom Wurstfüllen, finde ich, hat Landig da was verbessert. Es ist nur noch ein Wurstfülltrichter im Lieferumfang. Aber mit dem größeren Darm funktioniert das wirklich super, also auch in einer angemessenen Zeit. Das habt ihr gerade in den Bildern gesehen. Und wenn ihr kleine Mengen mal eben zwischendurch wurstet, hat es auch einen großen Vorteil, weil ihr eben nicht den Wurstfüller dreckig machen müsst und das Ganze erspart euch eine Menge Zeit. Es ging jetzt wirklich super schnell. Also für kleine Mengen super gut geeignet. Wenn ihr anstelle der 3 Kilo Wurstbrät 30 abfüllen wollt, bin ich der Meinung, solltet ihr auf jeden Fall auf einen Wurstfüller zurückgreifen. Kommen wir zum Fleischwolf. Ich könnte euch jetzt mit trockenen Zahlen langweilen, das tue ich nicht. Die ganzen Parameter könnt ihr auf der Homepage nachlesen. Es ist ein Gerät, was
sich wirklich lohnt, aus verschiedenen Gründen. Erstmal hat es einen super durchzugstarken Motor, also das geht wie Butter. Ihr habt das gesehen, 3 Kilo in, keine Ahnung, unter 2 Minuten, oder? Also auf jeden Fall unter 2 Minuten, Kamerafrau nickt. Dann habt ihr ja wirklich hier oben eine große Öffnung, wo ihr auch größere Fleischteile reinpacken könnt. Also da geht richtig was. Und das Zweite, was hier ein großer Vorteil ist, ist eben, ihr habt einen guten im Lieferumfang 2 Scheiben dabei und ihr könnt das mit Zubehör auf jeden Fall auch nachkaufen. Also, ordentliche Geschwindigkeit. Dann ein großer Vorteil ist der separate Sehnenvorschneider, der hier verbaut ist. Und das ermöglicht euch, dass, ja, ich sag mal, auch vielleicht mal größere Fleischstücke mit ein bisschen mehr Sehnenanteil da mühelos durchgewolft werden, ohne dass das Ding irgendwie verstopft oder die Sehnen sich um die Schnecke wickeln. Was halt bei Modellen auch schon mal passieren kann, wenn kein Sehnenvorschneider vorhanden ist. Insgesamt von mir ganz klar einen Daumen nach oben, ein super Gerät. Und ja, wenn ihr regelmäßig als Jäger dieses Gerät nutzen wollt, beziehungsweise wenn ihr regelmäßig irgendwie Hackfleisch braucht für Hackfleisch oder für Wurst, dann ist das eine lohnenswerte Anschaffung auf jeden Fall. Wenn euch dieses Video jetzt gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Lasst mir einen freundlichen Kommentar da. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr in eurem Jagdalltag mit so einem Gerät umgeht. Habt ihr selber einen Fleischwolf? Schreibt es mal in die Kommentare rein und wie zufrieden ihr vielleicht auch mit diesem Modell hier seid. Ich wünsche euch jetzt viel Weidmannsheil für die kommende Drückjagdsaison. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.